Du haust. Kriegst Schaden. Du haust. Kriegst Schaden. Was? Gerugon, greife Muschi an. Gegenwehr und rachsüchtig. Tyrell, greife Muschi an. Gegenwehr. Der kann doch jedes Mal Gegenwehr machen. Warte mal. Er wird den ersten Nahkampfversuch eines Angreifes. Oh. Das heißt, jeder von uns, der angreift, beim ersten Mal, wo unser Held angreift, darf er einmal zurückhauen. Das heißt, wenn alle vier einmal im Nahkampf angreifen, darf er jeden einmal hauen. Das ist ganz schön krass. Also, du. Du trinkst schon mal einen Zaubertrank. Du Feuer. Wow, hä, was? Warum? Jetzt dreht er sich auch im Kreis. Löst die Fähigkeit Rempeln aus. Wie kommst du da hinten hin? Weg hier. Das ist sehr komisch. Von Umschlag abgewehrt, okay. Und wieso? Er kann sich, nachdem er angreift, nochmal bewegen. Das ist nicht fair. Das ist ganz und gar nicht fair. Du. Regeneration. Du. Feuer. Du. Hauen. Au. Du. Hauen. Wow. Du haust uns wieder von rechts. Wir sind noch nicht am Rand. Ist okay, ist okay, ist okay. Laut Minimap steht er da. Da steht er auch, okay. Du. Himmlische Rüstung. Du. Zaubertrank. Du schießt, das kann er nicht countern. Das heißt, eigentlich sollten wir ihn auf Distanz halten. Ist nur problematisch, wenn er jetzt, genau, wenn er uns wegschubsen kann. Da hinten ist die 2. Warte mal, hier hin? Hast du da einen Pfeil im Kopf stecken? Okay, so. Au. Rüstung. Feuer. Hauen, hauen. Sobald ist er tot. Oh. Gehst du in die Mitte? Okay. Bist du auch in der Mitte? Laut Minimap, ja. Zaubertrank. Feuer. Hauen. Hauen. Autsch. Heilung. Das ist eine sehr starke Heilung am Anfang. Und danach noch die Regenerationsticks, also der Zauber ist super. Feuer. Hauen. Hauen. Nächste Runde kann er nicht kaputt sein, weil du erstmal noch einen Zaubertrank trinken musst. Du machst den Schutzzauber. Du probierst dein Glück, triffst aber nicht. Du probierst dein Glück, triffst den Bein nicht. Schubst uns wieder? Nein, okay. Talana, bereite dem ein Ende. Aha! Okay, wir haben schon mal einen geflügelten Ring bekommen. Und 5 Gold. Nee, Kaufpreis 5 Gold, okay. Wo ist deine Schatzkammer? Wo sind deine Kisten? Du hast keine Kisten. Okay, also wir haben 1 gedrückt. Wir drücken 2. Wir drücken 3. Wir drücken 4. Teleporter aktiviert und ein neuer Tag bricht an. Das passt doch super. Genau, das Ding da hinten, das habe ich letztes Mal schon so gelockt, was das sein könnte. Also eventuell ist das das Sea Haven? Wir gucken nach Westen. Ich dachte eigentlich, das wäre andersrum. Also dass Sea Haven weiter da ist und dann das Land auf der Seite und das Wasser auf der anderen Seite. Hm. Da hinten ist auch noch ein Gewölbe. Da oben ist was ganz Abgefahrenes. Da ist irgendein Turm. Da ist noch eine Stadt. Und hier im Osten müsste eigentlich... Genau, da ist unsere Stadt. Da hinten ist auch noch ein komisches Konstrukt. Ja, mal gucken, wie viel davon noch sehen können. Also den ersten Akt sind wir ja schon zur Hälfte durch. Den zweiten Akt kennen wir so noch gar nicht.
können wir mal gucken, welches von den Sachen, die wir hier sehen können, denn im zweiten Akt mit drin ist. So, also da geht's raus. Wusch. Das heißt, wir gehen jetzt zurück zu Maximus, holen unsere Belohnung, verkaufen den ganzen Ramsch, den wir haben, suchen die Expertenlehrer, das könnte interessant werden, um nicht zu sagen langwierig. Und dann müssen wir noch die Banditen finden, für die gute Dame da. So, sind Berg beim Eingang rausgekommen. Ist ja praktisch. Skyrim, hust. Ja, das hatte ich glaube ich schon mal angesprochen in dem... Ups. Falsche Richtung. Hatte ich glaube ich schon mal angesprochen gehabt in der ersten Staffel von Might & Magic 10. Das ist bei modernen Spielen ja meistens so, wenn man am Ende von einem Dungeon ankommt, dass es da irgendeinen Weg gibt, sofort quasi instant oder zumindest sehr schnell zurück zum Eingang zu kommen. Damit der Spieler bloß nicht 5 Minuten einfach nur in eine Rüstung laufen muss. Was ja eigentlich kein wirkliches Problem ist, aber wir sollen halt immer in die Hand genommen werden, damit sich ja keiner irgendwie diskriminiert fühlt. Finde ich doof, aber na gut. Hamato. Ausbildung, Meister mit 2 Waffen können wir nicht. Auftrag, Schwert des Kopfgeldjägers. Achso, er kann sein Schwert nicht finden. Der Kult des Abwrackers soll noch ein Versteck in dieser Region haben. Okay, wir sollen das Schwert finden. Okay, machen wir natürlich. Naga-Tee. Sa, wir Naga lieben den Tee und es ist keine Schande für mich zuzugeben, dass ich keine Ausnahme bin. Was? Wir haben dich gerade aus dem Leuchtturm befreit und du willst über Tee reden? Okay. Habe ich Akari-Tee bei mir? Selbstverständlich. Ich verlasse Hashima niemals ohne eine Satteltasche davon. Hier nehmt ein paar Blätter, das ist das Mindeste. Warum haben wir jetzt Teeblätter oder warum wollten wir jetzt Teeblätter haben? Das ist sehr komisch. Ihr haltet Akari-Tee. Hatten wir dafür einen Auftrag? Nö, ich glaube nicht. Aber vielleicht gibt es dafür irgendwo einen Auftrag. Aber warum wissen unsere Helden, dass sie jetzt den Tee schon haben wollen? Komisch. Na gut, also wir wollen jetzt zurück nach Neusorpigal. Hoffen wir mal, dass nichts großartig gespawnt ist. Denn ich habe nicht wirklich Lust, gegen Level 1 Spinnen zu kämpfen. Und ich glaube, wir haben auch nicht mehr ganz so viel Essen. Aber dafür gibt es ja die Brunnen, die hier verteilt sind. Das kriegen wir schon hin. Und die ganzen Tränke haben wir auch noch. Also wir haben zwar jetzt ein paar verbraucht bei dem Kampf und auch davor, aber es sind immer noch mehr als genug. Und ich denke mal, ab jetzt werden wir eh die stärkeren Tränke finden. Also nicht diese ganz kleinen, die nur 50 oder so heilen, sondern die größeren. Die waren, glaube ich, bei 100, 150 rum. So, Spiel, aber jetzt lass mich bitte in die Welt. Ich mag das zwar mit dem Mauscursor immer, um die Funken hier rumzudrehen, aber... Wenn du mich schon mit den Sounds von der Spielwelt köderst, dann will ich auch in der Spielwelt rumlaufen. Aha. Genau, da ist die komische Truhe, wo wir nicht hinkommen. Und hier geht's nach Hause. Dich haben wir schon. Der perfekte Tag, eine Reise anzufangen. Das sollte vielleicht auch nochmal überarbeitet werden. Dass die Helden das nicht alle 2 Minuten sagen. Vielleicht noch ein paar mehr Sprüche einfügen. Oder dass, wenn ein Spruch so oft gesagt wird, dass er dann so und so lange nicht mehr gesagt werden kann, müsste eigentlich nicht allzu schwer sein. So. Klick. Hier rein. Also, Prioritätenliste, was brauchen wir? Queste abgeben. In der Nähe der Queste ist der Waffenschmied, da können wir unsere Waffe reparieren. Bei irgendjemandem war die Waffe nämlich kaputt gewesen. Dann können wir da auch gucken nach dem zweiten Schwert. Vorher sollten wir allerdings im Inventar gucken, ob wir schon ein zweites Schwert haben. Dann müssen wir alle Sachen identifizieren. Wir müssen die Rüstung reparieren. Der Rüstungsreparateur war in der Nähe von dem Waffenschmied. Hier waren, glaube ich, nur Zauber. Die Identifiziererin, die wir ja auch noch brauchen, die ist hinten.
Also machen wir jetzt so quasi einen großen Bogen und dann müssten wir fast alles drin haben. Oh, und hier müssen wir noch einen kleinen Zwischenstopp machen. Hier war nämlich die Trainingshalle. Hier. Da war der Pogo-Stick-Mensch. Du. Experte für Armbrust. Gerugon, 500 Gold. Sehr gut, was haben wir noch? Bogen, Luftmagie, nein. Schwert. Gerugon. Gerugon ist Experte im Schwert. Experte mit der Axt. Tirik. Tirik, Experte der Axt. Sehr gut. Raus hier. Also du. Genau du. Du, du. Dämonenkuss. 16 bis 20 statt 10 bis 20, 10 bis 12. Und es macht auch noch plus 6 bis 8 Schaden. Und zwar kein Elementarschaden, der irgendwie Resistenten haben kann oder sonst was, sondern richtig körperlichen Schaden. Das klingt sehr gut. Also, so. Du hast einen Streitkolben, das ist nicht so schön. Da muss ein Schwert hin. Du. Das Schild hier. Rüstungswert 8. Was? Benötigt mindestens Stufe Experte bei Fertigkeitsschild. Achso, Schild hast du ja noch nicht, okay. Das muss identifiziert werden. Die Armbrust macht plus 3 Schaden. Ist besser als die Armbrust. Die kann also auch verkauft werden. Ringe müssen identifiziert werden. Das kann alles weg. Oh, Bronzerüstung. Bronzerüstung ist eine schwere Rüstung. Da hätte ich doch gerade erst vorhin gemeckert, dass wir keine gefunden hatten. Hm, okay. Kopfbedeckung. Uhaha. So. Stammesaxt ist eine Zweihandaxt. Nö, ist dieselbe, die Tierige auch hat. Okay. Also dieselbe, oder? 16 bis 2. Nee. Die macht mehr. Warum auch immer. Die heißen gleich. Aber die linke macht viel mehr Schaden. Also 2 mehr Minimumschaden, 4 mehr Maximumschaden. Ha. Gibt es da Unterschiede zwischen ganz normalen Gegenständen? Also zum Beispiel, man findet ein Faustschild und es gibt ein anderes Faustschild, das hat nicht den gleichen Rüstungswert. Oh, da muss ich mehr drauf achten, okay. Der Rest kann aber wirklich, wirklich weg. Jagdbogen. Aktuell angelegt. Nö, der hier ist auch besser als ihrer. So, der kann weg. Die sind alle unverzaubert gewesen. Schilder brauchen die Damen nicht. Okay. Weiter im Text. Also das haben wir. Essen brauchen wir auch noch. Da kommen wir in der Taverne vorbei. Das ist echt ein schöner Kreis. Warte mal. Hier. Also, wir kommen von unten. Wir gehen zu dem Ausbildungslager. Wir gehen zur Taverne. Wir gehen die Quest abgeben. Wir gehen zu dem. Wir gehen zu dem. Wir gehen zu ihr. Und wir gehen wieder raus. Das ist der ganze Weg, den wir gehen müssen. Also keine wirklich unnötigen Wege dabei. Man könnte fast meinen, das ist so geplant. Dienste? Proviant kaufen. Ja. Und rasten. So. Also mit rasten meine ich, dass es schon Absicht sein könnte, dass wenn eine Gruppe in die Stadt geht, dass sie dann... Wenn eine Gruppe in die Stadt kommt, dass sie quasi eine Route nehmen muss und dann alles abhaken kann. Also Caldwells Waffen. Wir hätten gerne ein tolles, tolles Schwert. Handeln. Oh, und ein Stammesspeer vielleicht für sie. Du. Klick. Du brauchst ein Schwert und ihr habt keine Schwerter im Angebot. Das finde ich nicht gut. Na gut, dann nimm halt eine... Was? Hey. Du kannst keine Äxte benutzen. Hm. Zurück. Reparieren Waffen. Waffen reparieren für 75. Alle Waffen sind repariert. Ich habe keine Option, einzelne Waffen zu reparieren. Was ist, wenn ich irgendeinen Tant dabei habe, der gar nicht repariert werden muss? Na gut. Handeln? Kann ich hier alles verkaufen? Ja, kann ich. Oh, warte, ich teste mal was.
Das Schild da ist 38 bei ihm wert. So, ich verkaufe jetzt nur die Waffen erstmal. Also das Schild ist 38 wert. Merken. Aus hier. Ich übergehe mal ganz kurz Maximus, sonst lasse ich mich wieder ablenken. Ich will mich nicht ablenken lassen. Das heißt, ich breche jetzt den optimalen Kurs durch die Stadt. Hier. Und ich würde gerne das Ding verkaufen für 38. Okay, schade. Hätte nämlich sein können, dass Rüstungen beim Rüstungshändler mehr Gold geben und Waffen beim Waffenhändler mehr und so weiter. Das wäre schon ganz schick. So, hier brauchen wir, glaube ich, erstmal minus 12 Angriffswert wegen der schweren Rüstung. Das muss ich mir wirklich überlegen später. Ob Gerogon eine schwere Rüstung bekommt oder bei einem normalen bleibt. Reparaturrüstung und Schilde, 75 Gold. Achso, das kostet immer 75 Gold, egal wie viel wir haben. Ja, okay, dann kann auch ruhig immer alles repariert werden. Wobei das komisch ist. Wenn ich ein Inventar voll habe mit kaputten Sachen, sollte es mehr kosten, als wenn ich nur eine einzige Sache habe. So, Maximus. Du darfst mich jetzt ablenken. Klick. Ich habe das Licht im Leuchtturm wieder blitzen sehen. Bevor ihr weitermacht, solltet ihr Rosa lieber ihre Untersuchung helfen. Die Straßen für jedermann sicher zu machen, kann eure Reputation nicht schaden, oder? Boah, seitdem wir hier angekommen sind, eine Spinnenkönigin getötet, den Leuchtturm befreit, das Leuchtfeuer wieder angezogen und, ne? Also Reputation dürfen wir uns langsam keine Sorgen mehr machen. Auch wenn die uns am Anfang hier alle Plünderer genannt haben. Aber na gut, wir wollen noch identifizieren gehen.